Hallo, hier ist Markus Happ. Heute habe ich einen ganz besonderen Brennpunkt über Europa. Ein Kontinent, der in der jüngeren Geschichte immer wieder entführt wurde und verführt wurde. Und wir werden sehen, wie das eine alte heidnische Legende ist, wo die Prinzessin Europa von Zeus, auf Lateinisch Jupiter, dem obersten Gott des Olymp, entführt wurde. Gib doch ein Like für das Video, dann verbreitet es sich auf YouTube und unterstütze meinen YouTube-Kanal auch mit deinem Abo, damit du künftig keine Videos verpasst. Ich möchte hier ein ganz wichtiges Geheimnis berichten, was uns hilft, wirklich zu wachen und zu beten in dieser Zeit, wo Europa wieder Kriegsschauplatz ist und wo Eskalation des Krieges gegen Russland hier wirklich Tag für Tag voranschreitet. Und wie in der Geschichte von Europa die schlimmsten Verbrechen ausgegangen sind, obwohl es einmal christliches Abendland, ein christlicher Kontinent war. Hier einiges zu Europa. Ich will euch das mal zeigen. Die Tochter des Agenor wurde also nach der griechischen Mythologie von dem Götterkönig Zeus, wie gesagt, der oberste Gott des Olymps, Jupiter, entführt. Er verliebte sich in sie und er verwandelt sich in einen Bullen, in einen Stier und verführt sie, entführt sie nach Kreta und will sich mit ihr vermählen. Ja? Hier gibt es schon Kunstwerke bis zu 700 vor Christus. Ja? Auch Homer schreibt darüber in der Ilias. Ja, auch in den Metamorphosen von Ovid wird darüber berichtet, über die Entführung der Europa. Und ihr müsst euch das einmal vorstellen, also ein ganzer Kontinent wird also hier entführt und ist hier also Objekt der Götter, die es versuchen wegzuführen. Und wir werden sehen, dass das in der ganzen Geschichte bis nach Babylonien zurückreicht und das ist ein Zeichen des Abfalls von Schöpfer Gottes, von Yahweh, wie Gott sich auf dem Berg Sinai in 2. Mose Kapitel 3 offenbart hat, ich bin der ich bin, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat. Und auch Israel fiel von Gott ab und tanzte um das goldene Kalb. Ihr seht, diese Begebenheit in 2. Mose Kapitel 32 beschrieben, wo Moses die 10 Gebote von Gott auf dem Berg Sinai empfing. Ihr könnt das lesen, 2. Mose 32. Und das Volk feierte ein wildes Fest und sagte zu Aaron, Moses Bruder, mache uns Götter. Gott hat uns irgendwie verlassen, mache uns Götter, wie wir sie in Ägypten hatten. Und dann haben sie ein Kalb, ein Bullen gemacht, ein Kalb, einen jungen Bullen und sind darum herum getanzt. Und das war ein Abfall von Gott. Als Moses vom Berg herunterkam, sagte er, ihr habt Gottes Gebote gebrochen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, und hier sehen wir zum Beispiel eine weitere Darbietung hier, wo eben schon im 7. Jahrhundert vor Christus es Abbilder gab, wie der Zeusstier, die Europa halbnackt, oft auch nackt dargestellt, entführt und dann verführt. Hier auf einer 2-Euro-Münze die Entführung der Europa durch Zeus. Und das hat zu tun mit auch Lust, sexueller Unmoral und auch Perversion. Und das sind Dinge, die ich glaube, dass wir sie erleben jetzt in Europa. In Offenbarung Kapitel 12 sehen wir, dass Satan die Frau verführt und dass er eben alle zu Götzendienst und Unzucht verführt. Und das sind Dinge, die heute passieren. Also, die Bibel sagt, der Apostel Paulus in 2. Timotheus 2, dass ein großer Abfall kommen wird. Und die Bibel prophezeit, dass es ein Weltreich geben wird, das einmal Gott gedient hat und das abfallen wird vom Glauben und den Sohn des Verderbens, den Menschen der Gesetzlosigkeit anbeten wird. Und das ist Satan, das ist der Antichrist. Ihr könnt das in 2. Thessalonicher
Brief vom Apostel Paulus, Kapitel 2, 1 bis 12 lesen. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Und dort steht, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wird offenbart durch den großen Abfall. Und er wird Wunder der Lüge tun, große Machttaten. Und er wird eine Kraft des Irrtums bringen, eine wirksame Kraft des Irrtums, damit die Menschen der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit, nämlich der Bibel, Gottes Wort, nicht geglaubt haben, sondern gefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wir erleben heute, dass Böses gut genannt wird und Gutes böse und dass alles auf den Kopf gestellt und verdreht wird. Und das ist dieser große Abfall. Aber wie kann ein Kontinent abfallen von dem lebendigen Gott? Das geschieht durch Lüge, Täuschung und Verführung, auch sexuelle Unmoral, wie wir sehen werden. Also ein ganzer Kontinent Europa, der den Namen einer Frau trägt, der durch heidnische Götter verführt wurde, das ist, was wir jetzt verstärkt in Europa sehen. Wir haben die Eröffnung der Olympiade gesehen, wie das Abendmahl Jesu Christi mit seinen 12 Aposteln verspottet wurde durch Transmänner und durch den Gott Bacchus des Wahnsinns und der ausschweifenden Feste. Und diese Dinge nehmen in Europa zu. Ich werde euch dazu einiges zeigen. Hier sehen wir in Europa den Vergleich des EU-Parlaments in Straßburg mit dem Turmbau zu Babel, was wir in 1. Mose Kapitel 12, 11 sehen. Und dort wollte Nimrod Rebellion gegen Gott, Abfall von Gott machen, indem er einen Turm baute mit der Spitze bis zum Himmel und er sagte, wir wollen uns nicht verstreuen, wir wollen eins sein unter meiner Weltherrschaft. Und Gott hatte aber befohlen, dass die Menschheit die Erde bevölkert und sich verstreut, die ganze Erde besiedelt. Und Nimrod wollte das erste Weltreich schaffen und dann kam Gott herunter und hat sie verstreut. Also ist das ein Zufall, dass der Turmbau zu Babel in Europa, dem Parlament, nachgebildet worden ist. Übrigens, das Bild links kommt von Brügel, Brügels Turm von Babel. Das berühmteste Bild davon. Hier sehen wir in 1. Mose 11, dass die ganze Welt hatte eine Zunge und eine Sprache. Und dann kam Gott herunter und sagte, nichts wird ihnen mehr unmöglich sein, wo sie eine Sprache, eine Vision haben, also eins sind, lasst uns herunterkommen und ihre Sprache verwirren. Und Gott verwirrte die Sprachen der ganzen Menschheit und zerstreute sie in alle Länder. Die Menschen haben sich also nach Kulturen und Sprachen zerstreut und dann Krieg geführt, um Regionen und Länder einzunehmen. Und dasselbe sehen wir heute in Europa. Verwirrung. Ja? Und das, was Europa versucht, ist Einheit zu bringen. Aber das passiert nur im Glauben an Gott und an Jesus Christus. Und in menschlicher Philosophie und in Dekadenz und Abfall von Gott kann das niemals passieren. Ich möchte euch einige weitere interessante Bilder zeigen. Hier sehen wir Baal, dem Kinder geopfert wurden. Ja? Bahemoth, ein satanisches Bild. Und der Baalskult geht zurück auf Mesopotamien, wo Babylon war, der Anfang der Menschheit. Und dann breitete er sich nach Kanaan aus, auch nach Ägypten, nach Rom, nach Griechenland. Ja? Und es wurden dort ins Feuer Kinder geworfen und geopfert. Und es wurde damit Segen und Fruchtbarkeit und Erfolg erbeten. Erleben wir heute das Opfer von Kindern? Ich glaube ja. Wir erleben heute, dass eben hier Planned Family, Familien zu planen, Kinder geopfert werden, Kinder abgetrieben werden. Einfach, weil es unbequem ist, sie zu haben. Und um Bequemlichkeit, Egoismus eben nachzulaufen. Und seit Ende des Zweiten Weltkriegs sind über 15 Millionen Kinder abgetrieben worden. Und heute fehlen uns so viele Deutsche. Und jetzt haben wir eine Immigrationskrise. Wir laden hauptsächlich Moslems nach Deutschland ein, weil wir nicht mehr genug Kinder haben. Und das hat mit Dekadenz zu tun und eben auch mit dem Egoismus und Individualismus. Weil Europa von Gott abgefallen ist, ich will euch hier ein weiteres Beispiel zeigen, dass es ein politischer Kampf ist.
Ich habe ja ein Video gemacht über den Pastor Olaf Latzel, der jetzt Ende August wieder vor Gericht geht. Ich werde ein weiteres Video machen, wo ich die, ich habe in dem letzten Video die theologische Seite beleuchtet, wo er angegriffen wird, weil er sagt, es gibt zwei Geschlechter, XX und XY-Chromosom, Mann und Frau. Und weil er gegen die LGBTQ-Bewegung ist. Aber es ist ein politischer Kampf. Und hier sehen wir, wie also in Schulen geworben wird und diese falsche Regenbogenfahne verteilt wird. Hier wird aufgerufen, bestell diese Flaggen für die Schule, ja. Und wir wollen also den Fokus darauf legen, das auch in die Schulen hineinzubringen. Die Stolzwochen. Also Kindern wird Pride, stolzes Rebellion gegen Gott, beigebracht. Der Baals Worship hat Einzug gehalten in Europa. Ihr erinnert euch vielleicht, in die Commonwealth Festivals in Birmingham, ein großes, das größte Sportfest Englands, da wurde ein Bulle von Priestern, Baalspriestern eingeführt und angebetet. Sie knieten sich vor ihm nieder. Und dann wurde europaweit, weltweit gesagt, Baals Worship, also Anbetung, wieder in Europa, in England, bei diesem Festival. Wir erleben den politischen Kampf, die Geschlechterrevolution der Ampel. Ja, hier ist ein Abfall von allen christlichen biblischen Werten des Abendlands. Und das sind sehr gefährliche Dinge. Abfall von Gott ist sehr, sehr gefährlich. Ich werde euch gleich noch einige Dinge zeigen. Europa wurde von anderen Botschaften davongetragen, die die Bibel Lehre von Dämonen nennt. Die Verkehrung von Männern zu Frauen. Das hat Astarte und Isis, die Himmelskönigin, getan. Ich werde nachher noch ein Bild davon zeigen. Die hat aus Männern Frauen gemacht. Tempelprostitution, Perversion, all diese Dinge kehren nach Europa zurück. Und Europa wurde von anderen Botschaften davongetragen. Das Evangelium wurde verdrängt durch Kommunismus. Götter des Humanismus, wo der Mensch zu Gott erhoben wird, Faschismus, Nationalsozialismus haben Europa im 20. Jahrhundert erobert. Und es ging von diesem christlichen Abendland mehr Verbrechen und Morde und Brutalität aus als von jedem anderen Kontinent in der Geschichte der Menschheit. Jonathan Kahn nennt es Rückkehr der Götter. Ich lese das einmal vor. Das Buch empfehle ich euch sehr zu lesen. Er sagt, die Rückkehr der Götter ist das bislang brisanteste Buch des jüdischen Rabbiners Jonathan Kahn. Tiefgründig enthüllt es dunkle Geheimnisse um die Ereignisse unserer Zeit. Könnte sich hinter den Vorgängen in Amerika und der Welt ein Mysterium verbergen, das bis zu den Göttern des Altertums zurückreicht? Antwort: absolut ja. Sind diese Götter zurückgekehrt und verändern sie unsere heutige Kultur, unsere Kinder, unser Leben? Ja, benutzt das, was wir in der modernen Welt für nichts anderes als antike Mythologie halten, besitzt es tatsächlich eine uns kaum bekannte Realität? Absolut. Satanisten wissen es, der tiefe Staat weiß es. Was ist die dunkle Trinität? Das ist übrigens Baal, die Himmelskönigin und Leviathan. Ich weiß nicht, ob ich eine Folie habe. Ich werde gleich noch weitere Folien zeigen. Das ist die dunkle Trinität, wo oben Baal ist und dann die Himmelskönigin. Und könnte ein Zeichen sein, dass überall in Amerika, der ganzen Welt, diese Götter aus dem alten Mesopotamien wieder in Verbindung gebracht werden? Ist es möglich, dass die Götter sogar schon jetzt das Leben beeinflussen? Wie kannst du das erkennen? Was kannst du dagegen tun? Also sehr, sehr interessant. Wir erleben eine Rückkehr der Götter und eine Entführung der Europa durch gefallene Engel, durch Zeus, Jupiter, Astarte, die Himmelskönigin, was zurückgeht bis nach Babylon. Und das sind die Götter, die Nimrod und die Babylonier angebetet haben. Und das hat sich dann unter anderen Namen auf die Griechen, auf die Römer weitergeleitet, bis dann auch in die Freimaurerei und die Illuminati. Und das ist was, wo der Kult der Luziferianer, ja, Luzifer ist der Lichtbringer, der falsches Licht bringt, der Wahrheit in Lüge verkehrt, was dahinter steckt. Hier die Wiederkunft der Baalsanbetung. Das ist, was wir heute wieder erleben.
Einen weiteren Ort, wo du diese Götzen siehst, hier die Götzen, die angebetet werden, the idols we worship, in Kanaan 1300 Jahre vor Christus, ich habe zitiert, das könnt ihr in 2. Mose Kapitel 32 lesen, Israel erlebte sofortiges Gericht und Israel wurde in die babylonische Gefangenschaft geführt aus einem Grund, Baalsanbetung. Sie sind abgefallen von dem Gott Israels, dem Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Himmel und Erde, das ganze Universum geschaffen hat, zu einem falschen Gott Baal. Und Baal heißt Herr, Lord, Herr, aber ein Herr der Finsternis. Und ihr seht bei der Wall Street auch, vor der Wall Street, den Bullen. Und das ist der Tanz um das goldene Kalb. Jesus sagt in der Bergpredigt, die in Matthäus 5 bis 7 zu lesen ist. In Matthäus 6 sagt er, ihr könnt nicht Gott lieben und Mammon. Mammon ist auch ein dämonischer Gott der Anbetung von Geld und Materialismus. Geld ist neutral, Geld ist gut, aber es muss dienen, Gott und Menschen. Geld ist ein guter Diener, hat mal jemand gesagt, aber ein miserabler Herr. Und Jesus sagt an anderer Stelle, die Liebe zum Geld, nicht das Geld selbst, sondern die Liebe zum Geld, des Götzendienst, ist eine Wurzel allen Bösen. Und ich glaube, der Ukraine-Krieg, Kriege in der Welt wurden geführt wegen Geld, wegen Macht. Und dahinter steckt Baal-Anbetung. Hier sehen wir noch einmal die Anbetung von Baal in Birmingham 2022. Und eine Zivilisation, die einst Gott kannte, die einst Jesus Christus liebte, das war Deutschland, Europa, kommt von Jesus Christus her. Alle Könige, der Adel, das Volk, Martin Luther, Deutschland, war christlich, christliches Abendland. Und ein ganzer Kontinent ist entführt worden und bewirkte mehr Zerstörung als irgendeine andere Zivilisation in der Geschichte der Menschheit. Im Ersten Weltkrieg, der auch nach Dekadenz und Stolz kam, auf die technischen Errungenschaften. Es war eine Euphorie, dass der Mensch alles tun kann. Ging die Menschheit trunken in den Ersten Weltkrieg, blind. Und dann kamen die wilden 20er Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Ich werde darüber gleich noch was sagen, über Babylon, Berlin. Ich möchte, dass ihr das Gesamtbild seht, dass wir in Gefahr sind, auf einen dritten Weltkrieg zuzusteuern. Weil Europa entführt worden ist und Deutschland. Entführt von Dekadenz und Anbetung des goldenen Kalbes, nämlich der Liebe zu Geld. Weil durch Krieg, Waffenindustrie, es hat mit Corona begonnen, die Impfkonzerne, wurden Dutzende Milliarden verdient. Und das Gleiche passiert jetzt mit dem Krieg. Ich habe jetzt gelesen, dass der Ukraine nicht Tausende, nicht Hunderttausende, sondern Millionen Drohnen für den Krieg gegen Russland geliefert werden sollen. Und jetzt hat Ukraine vor 2 Tagen, ich glaube es war am 6. oder 7. August, Russland angegriffen, ist in das russische Staatsgebiet eingedrungen. Und das Weiße Haus sagt, wir wissen nichts davon. Natürlich wurde es von Amerika und der NATO koordiniert, ist doch gar keine Frage. Und so eine Eskalation, ein Angriff auf Russland, hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Das sind sehr gefährliche Dinge. Und wir sehen hier die Dekadenz. Auf dem Christopher Street Day, der ja in Stuttgart, auch in anderen Städten, in Köln, aber hier in Berlin stattfand. Hauptstadt feiert unter dem Regenbogen, sagt die Bild, die größte Zeitung Deutschlands, völlig betrunken, begeistert und blind. Das ist der falsche Regenbogen, der eine Rebellion gegen den Gott von Himmel und Erde ist. Hier sehen wir Ishtar, die Himmelskönigin, die mesopotamische Göttin, perverser Liebe und Macht. Und sie hat die Macht gehabt, das könnt ihr in Rückkehr der Götter lesen, Männer zu Frauen zu machen. Dass sie Männer verweiblicht hat und Frauen vermännlicht hat. Also ich denke an dieses Kriegsgeschlecht der Frauen, die Amazonen. Ja? Aber Sodom und Gomorra wurde gerichtet wegen sexueller Perversion und Unmoral. Und das war auf Baals Kult und die Himmelskönigin zurückzuführen. Hier sehen wir vor der Kirche in Bremen von Olaf Latzel. Ja? Ja, mit Gott wollen wir gehen, aber gay, homosexuell, ein Verspotten von Gott. Hier, noch viel schlimmer, also ich will das einfach mal größer machen, dass ihr das mal sehen könnt. Ich will das gar nicht vorlesen, weil man das gar nicht vorlesen kann. Könnt ihr das lesen, was die Frau vor der Kirche hier zeigt?
Ich will es gar nicht vorlesen. F statt beten. Das ist ein Gräuel für Gott. Und hier sehen wir Berlin-Babylon, über die 20er Jahre gedreht. Ich habe ein-, zweimal in diese Serie reingeschaut und es ist Dekadenz und Gottlosigkeit und Hurerei und Götzendienst pur. Ich habe einige Filme über die 20er Jahre gesehen und die Clubs in Berlin boomten. Überall an jeder Ecke gab es Clubs und Dekadenz und das ganze Volk feierte und tanzte. Babylon, Berlin, der Tanz auf dem Vulkan. Ja, sie tanzten auf dem Vulkan. Sie haben nicht gemerkt, weil sie so dekadent und sexuell pervertiert und unmoralisch waren. Sie haben alle Türen für Dämonen geöffnet. Geschieht das heute wieder? Dass sie nicht wahrgenommen haben, dass der Teufel in die Mitte der deutschen Kultur eingedrungen war durch Adolf Hitler, durch die Nazis. Sie haben es erst gemerkt, als es zu spät war. Und hier sehen wir, nichts bleibt, wie es ist. Babylon, Berlin. Im Hintergrund siehst du die Nazis, siehst du das drohende Unheil des Zweiten Weltkrieges kommen. Inmitten der Dekadenz kommt der Zweite Weltkrieg. Haben wir heute ähnliche Verhältnisse? Frage dich das einmal selbst. Haben wir Türen geöffnet in Deutschland, im Reichstag, in unserem Bundestag, in den Schulen, in den Universitäten, in unserem Land, in den Gesetzen, Gleichbehandlungsgesetz. Ja, du wirst bestraft, wenn du einen Mann, der sagt, ich bin Frau, Mann nennst, die das Recht jedes Jahr dein Geschlecht umzuwandeln. Sind wir von dem lebendigen Gott in Deutschland abgefallen? Ist das ein Vergleich mit den 20er Jahren? Gute Nacht, gutes Gewissen. Schreibt hier Babylon Berlin. Und ein Adolf Hitler schrieb in Mein Kampf, ich habe Passagen daraus auch mal gelesen, meine Familie hatte so ein Werk, wir haben es dann irgendwann weggegeben, weggeschmissen. Und dort schrieb er, heute kann man es ja wieder auf Google runterladen, es war lange illegal, er schrieb, ich habe mein Gewissen getötet, ich habe mein Gewissen niedergerungen, um das Volk der Juden Israel zu töten. Und dann gegen Russland Krieg zu führen, ja, ein Land ohne Raum, hat Hitler gelogen. Eine Industriemacht braucht nicht viel Land. Und dann sehen wir, dass Hitler an die Macht kam und die dekadente Bevölkerung jubelte dem Führer zu und hatte keinerlei Unterscheidungsvermögen mehr. Und dann begann der Zweite Weltkrieg. Am 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen. Kann es sein, dass wir wieder in einer ähnlichen Zeit sind? Wo unsere verrückte Außenministerin oder wo Leute sagen hier in unserer Regierung, Annalena Baerbock, die verrückt ist in andere Sphären, ja, die jetzt sagt, wir führen Krieg gegen Russland, hat sie in Straßburg gesagt, wo Europa entführt wird. Ja. Vor Straßburg sehen wir, wie Europa entführt wird. Das steht direkt vor dem EU-Parlament in Straßburg. Und dort hat Annalena Baerbock ausgerufen, den Krieg gegen Russland. Und jetzt im August 2024, 79 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wird wieder Krieg gegen Russland geführt und mit Hilfe der NATO und sogar deutsche Panzer, wurde gesagt, sind jetzt in Russland auf russischem Hoheitsgebiet eingefahren. Und der Kreml fängt an, seine Kräfte zusammenzuziehen und zu mobilisieren. Und derweil feiert unser Land und die Presse, die Mainstream-Presse jubelt, erstmals Regenbogenflagge auf dem Bundestag. Das ist eine geballte Faust, wie Nimrod sie hatte auf dem Turm zu Babel, der nach der Legende mit seinem Bogen einen Pfeil gen Himmel schoss in Rebellion und Auflehnung gegen den Schöpfer der Menschheit, gegen Jahwe. Und hier wird also die Faust erhoben in Form der LGBTQ-Flagge, des Christopher Street Days, der in San Francisco begann 1969 in einer kriminellen homosexuellen Bar, die von Polizei erstürmt wurde. Und dann haben sie es verbarrikadiert und wollten die Polizisten bei lebendigem Leibe verbrennen. Das sind die Wurzeln vom Christopher Street Day. Ihr könnt das lesen in Rückkehr der Götter von Jonathan Kahn. Hier wird also die Faust erhoben.
Und gleichzeitig mit der Dekadenz, ich will das in dem Video betonen, liest man Artikel, die sind ernst gemeint. Kriege gewinnt man nicht mit einer Friedenswirtschaft. Also wir verabschieden uns von einer Friedenswirtschaft und bauen eine Kriegswirtschaft in Deutschland und Europa. Wie pervers ist das? Hat man nichts gelernt aus dem Ersten und aus dem Zweiten Weltkrieg? Wenn du dich vom Licht entfernst, dann wird dich die Finsternis übermannen. Wenn du dich von Gott entfernst, dann wirst du entführt werden von Dämonen und uralten, gefallenen Engeln, die unter der Herrschaft Satans sind. Mit dem Namen Zeus, mit dem Namen Isis, Astarte, ja, und eben auch Europa gehört dazu. Und das ist, was wir zurzeit erleben. Die große Gefahr, dass alle fragen, kommt der Dritte Weltkrieg? Ich glaube, dass wir nichts hören von Diplomatie, sondern immer nur die Kriegsvokabulare, ja, wir müssen Russland besiegen. Wir müssen der Ukraine für Demokratie und Freiheit mehr Waffen liefern. Wir brauchen den Krieg bis zum Ende, bis Russland besiegt ist. Das ist blanker Wahnsinn. Und ich glaube, ihr Lieben, dass es die Entführung Europas ist, wie man sie vor dem Ersten Weltkrieg erlebt hat, vor dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt haben wir Stolzparaden, Pride-Paraden. Und ich glaube, dass wir aus diesem Grund, weil Gott widersteht dem Stolzen, der ganze Fall des Satans vom Himmel und der ganze Fall auch Deutschlands kam durch Stolz. Und Stolz wird heute propagiert in ganz Deutschland. Es wird gesagt, wir sind stolz, Pride. Wir sagen, es gibt viele verschiedene Geschlechter. Obwohl Gott sagt, in 1. Mose Kapitel 2 und 3 in der Schöpfungsgeschichte 1 bis 3, dass Gott den Menschen geschaffen hat in seinem Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und dass Gott sagt, Sex ist gegeben in der Ehe zwischen Mann und Frau, um Kinder hervorzubringen. Das sieht man schon an den verschiedenen sich ergänzenden, komplementären Geschlechtsorganen von Mann und Frau, dass Gott sich dabei was gedacht hat. Und all das wird heute verleugnet und wir erleben einen großen Abfall. Schreibt doch eure Kommentare, wie ihr das seht. Wir erleben einen Abfall. Übrigens auch Israel ist LGBTQ, Hochburg im Nahen Osten, hat mit zehntausenden Festivals auch von Abfall und Heidentum und Götzendienst, ist ein säkularer Staat, was viele nicht sehen wollen. Und was passiert in Israel? Krieg im ganzen Nahen Osten. Und sie gehen Auge um Auge, Zahn um Zahn vor. Ihr Lieben, schreibt doch in euren Kommentaren, wie ihr das seht. Und ich wollte euch das heute sagen, Europa ist verführt und es wird entführt. Und wir müssen beten, die Lösung ist, dass du dein Herz rein bewahrst vor Gott und dass du allen Götzen und Idolen fernbleibst. Und wir müssen Buße tun von diesen falschen Göttern, die Deutschland, unsere Regierung, erobert haben. Ich habe schon vor der letzten Bundestagswahl Videos gebracht, habe gesagt, Deutschland ist verkauft, Deutschland wird entführt, mit Vollgas auf den Abgrund zu. Und da habe ich gewarnt vor SPD-Grünen, die sagen, Kinder sind Erwachsene und wir brauchen mehr Migration, Immigration und offene Grenzen und LGBTQ und Toleranz, sexuell für alles. Ja, und das soll jetzt in das Grundgesetz sogar eingeführt werden. Also ich bete, dass wir noch einmal zur Buße kommen. Ich glaube, dass wir nur noch eine letzte Chance haben, umzukehren zu Gott, bevor es wirklich zu einem großen Desaster kommt in Europa. Möge Gott die Gnadenzeit verlängern, aber die Zeichen stehen auf Sturm. Abonniere, wie gesagt, meinen YouTube-Kanal. Ich will jetzt demnächst ein Video machen über die Kirche und AfD. Wofür steht die AfD wirklich? Und können Christen die AfD wählen? Erst einmal können Christen und alle Bürger alles wählen, weil wir in einer Demokratie sind. Aber ich will darüber reden, wie nah ist die AfD an christlichen Werten? Kann die Kirche Christen oder Berufstätige ächten, wie das der einer der größten Verbände gemacht hat, für Diakonie? Darüber will ich ein Video machen.
Ich danke dir, dass du das Video angeschaut hast. Unterstütze uns auch durch eine Spende unserer Medienarbeit Neues Leben Berlin, Neues Leben e.V. Hier siehst du die Kontonummer. Wir sind dankbar für jede Spende. Wir haben im September vom 1. bis zum 15. zwei Wochen Evangelisation in allen Stadtteilen. Wir arbeiten mit City of Light, God's Power zusammen. Ich habe darüber Videos gemacht. Wir werden weitere Videos machen. Und schreib mir gerne auch eine E-Mail an info@neuesleben.berlin. Ich danke dir, dass du das Video angeschaut hast. Ich danke dir für dein Abo. Gottes reichen Segen. Und lasst uns beten, dass Deutschland aufwacht, bevor es zu spät ist. Und dass eine Bewegung der Buße und Umkehr zu Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat, als Ersatzopfer für unsere Sünden, zur Vergebung unserer Sünden am Kreuz. Gott wurde Mensch, dass wir eine Erweckung und Bewegung zurück zu Gott erleben. Das ist die einzige Hoffnung für Deutschland, für Europa. Gottes reichen Segen.